Einen wunderschönen guten Morgen. So, die Ernte ist gestartet. Gestern haben wir mit der Gerste angefangen. Ja, und das soll auch das Thema sein im heutigen Video. Wenn man hier mal rumdreht, schon einiges passiert. Ja. Der Kleine mit den zwei 18-Tonnern, 6R am Joskin, beide voll, 1, 2, 3. Da hinten, hinter dem riesen Holzhaufen, da staubt's. Da werden schon die ersten 100 Tonnen Gerste verladen. Normalerweise kann einem gar nicht so zum Lachen sein. Das einzig Positive bei der Getreideernte sind die Preise, die aber auch gerade wieder so ein bisschen fallen. Bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Und ja, ansonsten muss man einfach sagen, erste Halbjahr 2022 genauso viel, wenig Niederschlag wie 2018. Also liegen jetzt bei 140 Liter. Jetzt soll es heute Abend nochmal, ja, vielleicht 5 Liter regnen. Also es wären keine 150 Liter im ersten Halbjahr. Und das ist schon brutal, ne? Also, ja, und das ist ganz klar, dass wir das auch an den Erträgen sehen werden. Aber da nehme ich euch dann mal eine Runde mit. Ansonsten kommt nachher noch, weil es dann wahrscheinlich regnen wird, da habe ich ein bisschen Zeit zum Spielen, Meeting mit dem Cover Seeder. Ja, da legen wir nämlich einen Zwischenfruchtversuch an. Da war ja die Drohne schon da und ja, jetzt geht es halt weiter mit dieser Variante. Bleibt mal dran. Willkommen auf dem Mähdrescher. Endlich wieder. Die schönste Zeit im Jahr. Ne? Ja, leider wie immer. Man ist ja schon dran gewöhnt. Ja? Nicht mit den dollsten Erträgen. Zum Niederschlag habe ich ja schon was gesagt. Wir sind jetzt hier in der Direktsaatgerste. 1, 2, 3. Und dann zeige ich euch doch gleich mal hier auf dem Tablet, was hier so abgeht. Gucken, ob das hier so hinlegen kann. Ah, nicht wirklich. Fällt gleich runter. So. Okay. Ich habe drei Ladungen. Das heißt, einmal ist die normale konventionelle Sorte und Ladung 3 ist die andere konventionelle und Ladung 2 ist die Hybrid. Ja, also aktuell kämpfe ich hier mit 4,3 Tonnen. Die Hybrid hatte 4,67. Aber die andere, die KWS Kosmos, hatte nochmal, ja, 0,1 Tonne mehr. Würde ich aber nicht überbewerten, denn der Boden hier hinten, der war auch, ja, da kommt schon mal diese ganze Streifen dazu. Das hilft, ne? Also das ist nicht im Bereich signifikant. So Leute, da ist er, der Cover Seeder von Meeting. Haben wir jetzt hier auf kurzem Wege noch geschafft. Der Kollege will auch dann demnächst wieder weg. Ja, funktioniert. Funktioniert ganz gut. Ne? Staub natürlich, weil wir auf unseren Böden hier, wenn ihr jetzt mal runter guckt, 1, 2, 3, was wir hier schon wieder für eine tolle Staublandschaft haben, ja, das ist schon doll. Ne? Ja. Von daher auch hier wieder voll auf Regen angewiesen, aber sieht schon mega aus, oder? Die Arbeit, die der hinterlässt, das schafft kein Mähdrescher der Welt, das so kurz und klein zu häckseln. Ne? Und die Prismenwalze hier, die drückt das schön an. Ist natürlich bei der geringen Menge, die wir hier sehen an Zwischenfrüchten, schwer, da auch diese feinen Sämen rein. Hier ist eins, ne? Da weiß ich mal, das ist Klee oder sowas. Ja, ja, das war dann da drinnen. So. Gut, mit der Prismenwalze alles ein bisschen angedrückt, Stroh drüber. So, jetzt muss es 5 oder 10 Liter regnen und dann könnte das eigentlich ganz gut wachsen, würde ich mir so denken. Also da bin ich echt gespannt. Ne? Das finde ich jetzt auch hier echt eine sehr interessante Variante, auch für einen eigenen Betrieb. Ne? Ist natürlich, nochmal 1, 2, 3. Ist natürlich mit 3 Metern jetzt hier keine riesen Hexenjagd. Aber der Vorteil ist natürlich, geht auch mit einem kleinen Traktor. Ne? Der hat jetzt hier 130 PS. Das müsste eigentlich ganz gut laufen. Hier ist sowieso nicht viel Stroh, hier geht es einfach. Aber auch da, wo mehr Stroh ist, der ist jetzt bei 50% Auslastung. Also da ist noch dicke Luft, fährt 10 km/h. Was den irgendwie auf guten Flächen 2,5 Hektar in der Stunde machen, ist ungefähr auch das, was mein Mähdrescher macht. Ne? Also wenn ich jetzt einen hätte, Praktikanten oder so,
Das Ding brauchst du ja bloß einmal abdrehen, dann setzt du den den ganzen Tag drauf, kann auch runterfahren. Und ja, ich kann mit dem Mähdrescher, habe ich ja vorhin schon gesagt, schön Hochschnitt machen und nochmal richtig Gas geben. Also fetzt, oder? Vorne dran ist halt ein Striegel, damit verteilen wir nochmal ein bisschen, wenn wir große Strohhaufen hätten. Dann kommt die, ja, das eigentliche Gerät, der Mulcher sozusagen. Und der Mulcher wirft durch den anderen Kastenaufbau das Material über die Saat, die dann darunter abgelegt wird, weg. Und dann kommt die Walze und drückt das an. Also das ist schon ein cooles Patent. Nicht zu Unrecht, ich glaube ne ja, wir wollten jetzt auf die Schnelle kein Frontgewicht mehr anbauen. Hätten wir vielleicht doch noch machen sollen. Ne? Das Gerät wiegt 2,5 Tonnen. Was ich sagen wollte, nicht zu Unrecht eine Silbermedaille auf der Agritechnica bekommen, das Gerät. Finde ich gut. Das Ganze hat natürlich einen wissenschaftlichen Charakter, weil wir hier auch eine Masterarbeit zu schreiben werden. Oder ich nicht, habe meine schon geschrieben, hat mir gereicht. Na, und hier überall kleine Versuchsparzellen. Das heißt, wir machen hier vierfach wiederholt, legen wir vier verschiedene Varianten von Zwischenfrüchten an. Das heißt, einmal die Drohnenaussaat, einmal der Cover Seeder, dann die Direktsaat mit der Federstadt Rapid und zum Schluss klassisch einmal grober Strich, einmal Mulchsaat, das heißt 2-3 Wochen warten, bis Ausfallgetreide aufgelaufen ist und dann im zweiten Schritt mit der Federstadt und Vorwerkzeugen 3-4 Wochen später wahrscheinlich ja, dann die vierte Variante anlegen, ne? Und dann vergleichen wir mal, was hier so an Aufwüchsen kommt. Mischung ist von Farm to Farm, die Multimax Winterhart, sehr artenreich, 19 verschiedene Komponenten. Bin gespannt. Ja, der haut hier natürlich auch die inzwischen schon etablierten Unkräuter, Ungräser auch nochmal richtig eine drauf. Das kann sicherlich nicht schaden. Und wie gesagt, oben drauf eine APV-Streuer, ganz einfaches Patent. Ganz einfach abgedreht. Und dann schmeißt er die Saat unter die Mulchschicht. Kann man mal gucken, ob man hier irgendwo ein bisschen Feinsämereien findet. Da war was, ja, hier, da. Das hier. Das sind die Feinsämereien. Fragt mich jetzt nicht, was das im Detail ist. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, hier, Quiz bei Michel Dier. Was ist das? So. Jetzt hätte ich doch fast vergessen, hier noch einen Abschlussdreh zu machen. Wir sind hier auf der letzten Gerstenfläche, meine letzte Bahn. Und dann ist die Gerste 2022 auch erledigt. Ja, die Ertragsanzeige zeigt tendenziell ein bisschen zu wenig an. Also was wir auf der ersten Fläche da hatten mit den 4,7, das ist eher eine 5. Und auf der, ich drehe mal hier, auf der Strip-Till-Fläche 1, 2, 3. Ja, was hatte ich hier oben? 5,3, das wird eher eine 5,5, 5,7 im Schnitt. So, und da habe ich nochmal die Variante mit den Hybriden. Also das heißt, hier haben wir einmal die 5,6 Finola Linie, 5,5 Hybrid Barracuda, dann wieder Variante 2 die Finola und jetzt hier wieder die Hybrid. Also so richtig einen Dreh kriegen wir hier nicht rein, ne? Ist wieder nicht so einfach zu erkennen. Die Fläche wieder unten sehr stark, in der Mitte sehr sandig. Ich sehe einen Hang, hier läuft es immer runter, hier kommen die ganzen Nährstoffe und das Wasser an. Und oben geht es dann wieder so halbwegs. Na, das könnte man ja mal anders skalieren hier. Automatisch. So, fertig. Ja, sieht es etwas bessere Darstellung, weil man sieht, dass hier oben wieder besser ist. Nichtsdestotrotz, ja, so. Uiui, Steine. Nicht zu wenig. Bisschen was einstellen hier. Ich hab auch noch einen Schaden kriegen hier auf dem letzten Meter. Ja, ich würde mal sagen, das ist eigentlich noch fast ein blaues Auge. Ich drehe wieder. 1, 2, 3. Das ist eigentlich fast ein blaues Auge für, wie gesagt, 140 Liter in den letzten sechs Monaten. Regnet das im Monat. Ja.
mir gerade einer geschrieben, 200 Liter in den letzten 6 Wochen. So, ist ja ganz klar, dass das hier das Limit ist, ne? Vom Wasser her. Aber ja, es passt eigentlich voll ins Bild. Ich glaube, dass ich mit beiden Varianten ganz gut gefahren bin, ob Striptil oder auch die Direktsaat-Variante. Weil ich habe überall mal auch Mulchsaat-Varianten mit zwischen integriert und es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt Ertrag verschenkt hätte durch die Varianten. Das funktioniert schon gut, meiner Meinung nach. So. Dass jetzt die Striptil-Variante besser abschließt, das muss einfach so sein, weil hier der Boden noch ein bisschen besser ist. Die Fläche hat immer mehr geerntet, immer so eine halbe bis eine Tonne mehr und ja, zeigt sich auch hier wieder. Auch wiederum anders gesehen ist die Direktsaat-Variante dann auch voll dran. Jo, was lernen wir daraus? Weiß ich noch nicht. Was heißt das für die Zukunft? In welche Richtung investiert man? Schauen wir mal. Auf jeden Fall geht es in die Richtung Striptil oder Direktsaat. Ja. Dann mal vielen Dank und wir sehen uns dann wahrscheinlich Roggen, Weizen, bisschen Erbsen und zum Schluss dann Raps. Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ah, einmal nicht aufgepasst hier. Ah, falsche Taste gedrückt. Gut. Letzten Metern hier. 1, 2, 3. Katastrophe, ey. Zu früh ausgehoben. Wie sieht das denn aus? Ich wünsche euch was. Haut rein.